Zu Gast bei Lettre die Show ist jetzt Robert Löhr. Er ist Autor, Journalist, hat zwei Romane geschrieben, Schachautomat und das Erlkönigmanöver und hat vor allen Dingen eine sehr vielseitige Ausbildung hinter sich. Ich habe auf deiner Seite gesehen, du hast einen geisteswissenschaftlichen Studiengang gemacht an der FU, du hast einen Studiengang gemacht zum Drehbuchautor und du warst auf der Journalistenschule. Mhm. Wieso so viele Sachen? Die Studien waren alle so kurz. Also Journalistenschule war nur 2 Jahre, Drehbuch war auch nur 2 Jahre. Stimmt, Magisterstudiengang 4,5 Jahre, war alles so kurz. Den habe ich abgebrochen auf halber Strecke. Ah, okay. Das sage ich aber nur den wenigsten, ja. Insofern sind es eigentlich quasi nur 2,5 Studiengänge, die so viel Zeit in Anspruch genommen haben wie ein normaler Magisterstudiengang. Also du hast dich praktisch für die entschieden, die einen höheren Praxisanteil haben? Ja, ja, ja. Es hat sich glücklicherweise einfach so ergeben, dass diese beiden, also dass immer das, was ich gerade machen wollte, davon habe ich dann erfahren, dass es da eben auch diesen Lehrgang gibt und habe mich dann eben beworben und wurde auch relativ schnell bei beiden genommen. Wo hast du die beiden studiert? Beide in Berlin, langweiligerweise. Also an der Berliner Journalistenschule und an der DFFB hier in Berlin. Aber ich habe gesehen, du hast auch in Santa Monica gelebt. Santa Barbara. Santa Barbara. Ja. Also Santa Barbara, Bremen und Berlin. Ja, wie kommt diese Mischung zustande? Ich bin mehr oder weniger mit meiner Familie gereist. Mein Vater hat an diversen Universitäten gelehrt und hat uns Kinder mal mitgenommen, was natürlich für mich ganz anregend war, weil ich schon als Nicht-Englisch-Sprechender eben in Kalifornien in eine Schule gegeben wurde und dadurch meine Liebe und wahrscheinlich auch die Kenntnis des Englischen sehr gut beigebracht bekommen habe. Wie alt warst du, als du da warst? Was war das für ein Zeitraum? 7, glaube ich. Bis? Also wirklich 7 bis 10, sowas in der Richtung. Also relativ klein. Kannst du dich noch an Bücher erinnern, die du in der Zeit gelesen hast? Ja, ich habe da eigentlich mehr oder weniger die ganzen englischen Kinderbücher kennengelernt. Also Lewis Carroll und Puh, der Bär und solche Sachen. Hast du dann hier noch Deutsche gelesen oder hast du das praktisch völlig verpasst dadurch? Ich habe auch noch Deutsche gelesen, aber ich habe dann, als ich zurückkam, natürlich, um das ein bisschen am Leben zu halten, habe ich versucht, dass jedes zweite Buch, was ich, und das ist eigentlich immer noch so, jedes zweite Buch, was ich lese, im englischen Original gelesen wird. Meinst du, du könntest im Englischen auch schreiben? Nee. Erstaunlicherweise geht das gar nicht. Es ist sogar übersetzen macht mir schon totale Mühen. Also lesen geht, sprechen geht, aber schreiben ist einfach nochmal eine ganz andere Kategorie.